Yo, hey Leute und damit herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen Video von mir. Ja, heute geht's endlich weiter mit der Dead by Daylight Killer No Perk Challenge. Und dieses Mal zocken wir den Geist. Und hier, damit ihr schauen könnt, ich zocke keine Talente, keine Zusätze. Nur eine Opfergabe schmeiße ich wieder rein. Leider ist das Blutpunkte-Event jetzt schon vorbei. Aber trotzdem kann man sich den einen oder anderen Blutpunkt schmecken lassen. Ich muss leider ohne Barbecue spielen. Barbecue würde jetzt so reinballern, aber ja. No perks. No perks. Wir sehen uns einfach gleich in der Runde wieder. So Leute, da sind wir auf der Map. Kohlelager. Und ich habe in den Geist vollstes Vertrauen gesetzt. Muss zugeben, dass das eine geile Runde wird von mir. Also hoffen wir es mal. Bin da sehr zuversichtlich. Auf jeden Fall besser als mit Trapper. Schauen wir mal. Hier moonwalkt schon jemand. Alles klar. Dann das ist schon mal, worauf wir uns einstellen müssen. Moonwalker. Ohne Perks, ey. Eieiei. Was tue ich mir schon wieder da an? Okay. Gar nicht so schlecht. Ich meine, Peter hat trotzdem gesessen. So, wir haben Boom-Totems. Okay, alles klar. Boah. Not bad. Na, es war so klar, dass sie Dead hat. Ja. Die dürfen natürlich alle Perks spielen, wie sie möchten. Okay, das war gepanickt. Not bad. Oh Mann. Der erste Gen ist schon durch. Ich kann es spüren. Er müsste, müsste. Zu lange gebraucht. Wir haben hier einen Gen. Der ist schon 75, okay. Naja. Mal schauen, wie lange ich die Gens verteidigen kann. Aua. Das tut noch mehr weh beim Geist als normalerweise. Weil er dadurch wieder sichtbar wird. Na, zwei Gens fast durch. Der eine fehlt wenigstens an. Prozent. Nice one. Junge. Macht's echt gut. Der Tat. LOL, kein Dead Heart. Das sah wirklich so aus wie Dead Heart. Also wie ein Dead Heart Play, meine ich. Okay, nur die Fangmen spielt von den Dems sozusagen, von dem Clan Dead Heart. Ja, ist sogar leider ein Team. Die wissen voneinander Bescheid, so. Oh Mann. Was haben wir denn hier? Ja, Geist, schwierig ohne Addons zu spielen. Aber nicht unmöglich. Also eigentlich möchte ich die Fänge bekommen. Ja, mit dem Buddy-Blocken funktioniert nicht so ganz. Nice. Ja gut, das war jetzt diesmal obvious, dass ich da. Darauf falle ich kein zweites Mal rein. Na, dritter Gen durch. Muss halt jemand schnell raus haben, sonst schaffe ich das hier nicht.
Und die Boon-Totems, die nerven noch mehr als alles andere. Ich muss die Fänge holen, komm. Ja. Oh, komm her, Fäng. Also klar, ich tunnel gerade ein bisschen, aber sonst habe ich keine Chance, die Gens gerade zu defenden. Nice one. Schade, close. Der Tat. Er hat wahrscheinlich noch die S. Gehen zurück. Ich hoffe, die ist raus. Nice. Kein Dias. Schaffen sie nicht. Schönes Ding. Musste sein. Hauptsache 4K. Kommt schon wieder Segentotem? Diesmal nicht, Mann. Let's go, der Hase. Versuche hier alles rauszuholen. Ich muss gucken, was der Gen sagt. Kommt wieder ein Boon-Totem. Immer wieder die Boon-Totems rausmachen, das ist... Tschüss. Komm her, Mikaela. Der Tat. Soll ich für den Slug gehen? Nicht gepanickt. Interessant. Geht jetzt retten. What the fuck? Okay. So, jetzt gehen wir zurück. Der andere will hochheilen. Nice one. Hat er gut gemacht. Haben wir hier einen Deadheart? Haben wir nicht, okay. So, die holen wir uns als nächstes. Ja, schade. Hätten wir fast für den Slug gehen können. Ich hätte die Palette nicht bracken sollen. Aber egal, dann haben wir ein bisschen mehr von der Runde. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das mit Twins zum Beispiel laufen wird. Oder mit Nurse ohne Perks. Das könnte interessant werden. Gucken, wie ich da spielen werde. Okay. Alles klar. Sieht sehr gut aus, die Runde. Aber ja, die fängen also... Tut mir ja leid, aber ich hatte da, glaube ich, keine Chance mehr, die Gens sonst. Weil die Hooks, die waren noch ziemlich... Ich glaube, ich hatte 4 Hooks bei fast 4 Gens. Nee, Mann. Das ist zu wenig.
Und dann muss man sich das irgendwie anders überlegen. Und ich denke mal, bei No-Perk-Challenge ist alles erlaubt. Also, da muss ich mir nichts vormachen. Frage ist, soll ich für den Loop hier eingehen? Wobei, wenn sie hier stehen bleibt... Hat so gut gemacht. Ah, ich gehe wieder zum Gen. Nee. Die wollen die ganze Zeit der Boon-Totems aufstellen, habe ich keinen Bock drauf. Boah, stark. Sehr stark, Mann. Da sitzt schon wieder jemand dran an Jen. Okay, das war sehr krass gepanickt. Die Palette ist eigentlich nicht schlecht. So, dann haben wir gleich noch einen Gen. Den schaffen wir nicht mehr zu verteidigen, den macht der Adam durch. Ja, genau. Aber es sind 2 gegen 1. Boon-Totem weg hier. Mein Gott, immer diese ganzen Totems, ey. Ich glaube, der Adam hat auch ein Boon-Totem, nicht nur die Michaela. Beide. Die Gens sehen nicht schlecht aus für mich. Mal gucken, wie sie es spielen. So, machen wir die Tür auch noch mal kaputt hier. Mal ein bisschen aufräumen hier. Boah, was ein Hit. Also ganz ehrlich, der Hit. Muah. Mal anbeißen. Ich muss gucken, was die Michaela macht. Keine Zeit. Jetzt für einen langen Chase. Beide schon mal wenigstens verwundet. Sehr stark. Boah. Sehr, sehr stark. Nice. Der tat, ne? Nein. Okay, komm. Okay. Er ist geheilt, okay. Welches Totem hat er gemacht? Hinten wieder, ne? Ja, hier ist das Totem. Okay, machen wir wieder weg. Na, wobei, wir heben dir das mal auf. Mal gucken, was sich noch ergibt. Aber ist sie dead? Ich glaube nicht, oder? Nee. Aber er hat schon wieder das Totem gemacht. Aber er ist in der Nähe da. Na, er ist hier.
weiß es nicht. Eins sind da retten gegangen, wow. Jetzt holen wir uns einen Adam. Die Runde ist spannend. Weil ich weiß nicht, was mich erwartet. Mann, ey! Okay, come on. Der Adam, der kann sich nicht verstecken. Ich werde jetzt 5-4K gehen, also... Ja, da ist er. Hallöchen. Sehr kranke Runde, wirklich von den Survivern auch gut gespielt. Kann man nicht anders sagen. Der tat. Okay, Leute. Okay. Was ist das, Mann, ey? Auf was habe ich mich hier eingelassen? Absolut intens, die Runde, wirklich. Und wäre die Penguin nicht am Anfang raus gewesen, ich hätte keine Chance gehabt. No perks, guys. Wahnsinn. Ja, ich hoffe, die Runde war anzuschauen. Trotzdem. War auf jeden Fall nicht langweilig für mich, nein. Nice. Und Double Pip. Double Pip mit Geist. Ohne Perks. GG. Schreibt immer wieder No Perks. No Perks, you. Intense. Iron Will, okay. Einmal Bro, zweimal Bro. Beweise dich, war sogar auch noch am Start. Beweise dich ohne Perks. Ja, moin. Da bin ich ganz dringend raus. Ja, Leute. Aber das soll es für heute gewesen sein. Dankeschön fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Eine positive Bewertung, würde ich mich darüber freuen. Oder einen Kommentar. Und beim nächsten Mal zocken wir dann den Hinterwäldler. Bin ich auch gespannt, wie es mit dem laufen wird. Habe ich... Also, ich zocke den relativ selten. Ich habe den früher mal gemaint. Weil am Anfang hatte ich noch nicht so viele Killer. Aber... Ja, mal main mal den. Ich habe Doktor dann lange Zeit gemaint. Danach kam Blight. Oder jetzt immer noch Blight und Oni. Also die sind auf jeden Fall meine beiden Favorites. Da bin ich auch gespannt, wie es da laufen wird. Ja. In dem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag. Schönen Abend. Wann auch immer ihr das Video schaut. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao aus Bochum. Ciao, ciao.